Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Sims 2 Verona Will. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir sind zurück an der Akademie Letour und ich habe mich heute dagegen entschieden, alle so lange schlafen zu lassen, wie sie wollen. Weil wir haben ja in der letzten Folge schon festgestellt, das funktioniert nicht sonderlich gut. Weil sie dann einfach für immer schlafen, ungefähr, bis sie halt genug pinkeln müssen oder so. Ich wecke jetzt erstmal Julia auf. Ich möchte euch nämlich zeigen, was sie für einen Wunsch bekommen hat. Sie möchte sich mit Victorio verloben. Ich glaube, dass wir das noch nicht gleich heute machen. Aber ich habe es mal eingeloggt, weil ich finde es wirklich super, super süß. Und ich freue mich total, dass es so gut geklappt hat mit den beiden. Auch wenn Romeo unzufrieden war. Aber der hat jetzt wirklich kein Mitspracherecht mehr, sind wir mal ehrlich. Ich schicke dich mal duschen und dann können wir uns Frühstück holen. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Ich wecke die jetzt einfach alle mal. Sind eh alle ausgeschlafen, also von daher können sie sich wirklich nicht beschweren. Ich glaube, die haben alle erste Nachmittagsvorlesung, genau. Ich muss aber noch gucken, wer seine Seminararbeit noch nicht geschrieben hat. Aber jetzt dürfen erstmal die, die Hunger haben, sich Frühstück holen. Und dann gucken wir uns das mal an. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 34 Stunden bis zur Abschlussprüfung, okay. Da haben wir tatsächlich noch ziemlich viel Zeit. Hermia und Pete sind, glaube ich, schon fertig. Genau. Julia aber noch nicht und Romeo und Victorio auch nicht. Perfekt. Dann dürfen die drei heute ihre Seminararbeiten schreiben. Ach, und fällt mir gerade ein, einer von euch hat mir in die Kommentare geschrieben, dass man dieses Ding hier ausmachen kann. Ich habe natürlich wieder vergessen, wo hier. Ja, Decke ein aus. Perfekt. Danke für diesen Tipp. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Sehr, sehr cool. Okay, Hermia und Pete haben keinen Hunger. Die sind kleine Streber, die beiden. Die sind wirklich kleine Streber, die beiden. Die sind einfach so pflegeleicht. Oh mein Gott, Hermia hört schon wieder mit ihrem MP3-Player-Musik. Das ist so süß. Oh Gott. Das ist wirklich ziemlich putzig. Hat eigentlich jeder schon die nötigen Fähigkeiten für alles? Ja. Sehr gut. Okay, dann können wir uns auf die Seminararbeiten konzentrieren. Also, einmal Victorio. Oh, der ist ich schon bei 75%. Dann Julia, die ist bei 58. Und Romeo? Bei 29. Okay, aber immerhin ist keiner mehr bei 0. Das ist schon mal gut. Ich denke, ich werde dann auch... Wir haben ja jetzt das vorletzte Semester für Julia und Victorio. Und ich glaube, ich werde danach wieder den Mod reinnehmen, damit die Semester ein bisschen schneller vorbeigehen. Weil jetzt eigentlich schon so der Großteil von den Sachen, die ich geplant hatte, sind jetzt passiert. Und ich finde, die Semester ziehen sich sonst so. Deswegen werde ich das wieder ein bisschen beschleunigen. Ja, was hat denn die Cafeteria-Frau im ersten Stock gemacht? Oh, was macht Pete? Schreibt er in sein Tagebuch? Wenn du nicht willst, dass jemand in dein Tagebuch gucken kann, dann solltest du das vielleicht nicht im Gemeinschaftsraum machen. Aber das ist jetzt nur so eine Idee. Ja, Tagebuch schreiben. Na gut. Was hast du noch für Wünsche? Computerspiel spielen, Videospiel, Darts, Marco Polo, Schach. Was hatte Laufbahnruf? Ah ja, okay. Ja, dann spiel doch ein bisschen Schach. Was hältst du davon? Dann kannst du einen Wunsch erfüllen. Und trotzdem gleichzeitig noch Fähigkeiten lernen. Das klingt doch super. Was wünscht Hermia sich? Die will schon wieder Theobald anrufen? Okay. Wenn du das möchtest. Aber sie meldet sich sehr, sehr oft bei ihm. Was habe ich gerade gesehen? Victorio ist fertig geworden mit seiner Seminararbeit. Ja, sehr brav. Oh, und jetzt muss er ganz dringend pinkeln. Okay. Und er braucht Spaß. Nein. Was war nochmal? Ist Natur dein Hobby? Ja. Was hältst du davon, wenn du die Hecke schneidest? Moment, Theobald, gut. Nee, nur plaudern. Danke. Hier, wir haben nämlich hier so ein bisschen Hecke, die beschnitten werden muss. Oh, und Julia ist auch fertig. Perfekt. Warte mal, habe ich Julia nicht schon zum Essen geschickt vorher? Ich dachte, die hätte schon was gegessen, aber die hat immer noch Hunger. Okay, Victorio. Das macht ihm safe keinen Spaß. Was kann man denn noch machen, wenn einem das Naturhobby gefällt? Wandern gehen, über Natur reden, fischen, fischen, fischen,
Insekten, Vögel beobachten, Gartenarbeit, Camping? Okay, wie kann man denn campen gehen? Ah, Romeo ist auch fertig. Wunderbar. Das ist ein neuer Sim, die kenne ich noch nicht. Jana Keller. Oh, die ist sehr orange. Sehr, sehr, sehr extrem orange. Okay, Romeo, du kannst einfach machen, was du willst. Ich ignoriere dich jetzt. Ja, ich glaube, das Spaßbedürfnis wird hier nicht so befriedigt. Können wir hier, wir können Wolken beobachten, Insekten aufspüren und Vögel beobachten. Geh doch mal vielleicht Vögel beobachten. Ah, okay, wir sind noch nicht fertig mit den Hecken. Ich finde das wirklich sehr schade, dass ihm das keinen Spaß macht. Sehr, sehr schade. Oh, ich habe das Gefühl, die Hecke wächst schneller nach, als wir sie trimmen können. Was? Spatron von Cassie Klo, erfolgreich gesäubert. Herbia wird mit einem Sauberkeitspunkt belohnt. Okay. Und sie möchte Verhalten im Brandfall lernen. Das klingt tatsächlich nach einer ziemlich guten Fähigkeit. Mach das mal. Ach so, sie putzt erst die Toilette. Okay, dann mach das. Victorio, er beobachtet jetzt Vögel. Ich finde, er ist so putzig. Vor allem dieser Pullover steht ihm auch sehr, sehr gut, finde ich. Geht hier das Spaßbedürfnis auch nicht hoch? Doch. Aber sau langsam. Das finde ich ein bisschen komisch dafür, dass das seine große Leidenschaft ist, aber okay, wenn er meint. Wollte Hermia jetzt gerade schon wieder Romeo angreifen oder habe ich mich verguckt? Sie hat auf jeden Fall Unterricht und Romeo auch und Julia auch. Ach, und sie gehen alle ganz brav. Victorio, wann hast du den Unterricht? 16 Uhr, alles klar. Sie müssen ihm alle ausweichen. Ach so, und wer ist Nummer 4? Pete? Pete hat um 15 Uhr. Was macht denn der? Entspannen. Hol dir doch mal was zu essen. Ach, er liest gerade, ja, dann liest sein Buch, ist auch in Ordnung. Boah, das ist echt nicht die beste Beschäftigung fürs Spaßbedürfnis. Ich würde aber gern mehr Hobbypunkte sammeln. Ach so, einen hat er jetzt schon. Und jetzt kann er über Natur reden. Ich will, dass er wandern gehen kann. Ah, Pete muss in den Unterricht. Und er geht auch ganz brav. Sehr schön. Ja, das ist echt. Das macht keinen Spaß. Aber vielleicht. Oh, jetzt hat er den zweiten Punkt bekommen. Ach nee, jetzt kann er nur den Teil über Heim und Garten lesen. Kriegen wir hier überhaupt Zeitungen? Ich glaube, hier kriegt man gar keine Zeitungen, oder? Kann man auch irgendwie, kann man irgendwie im Internet? Ja, Internetrecherche über Natur, aber ich glaube, da fehlen uns noch zwei Punkte. Das ist ja blöd. Aber er muss eh gleich los. Also diese Freizeitbeschäftigung kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. So gar nicht. Viel Spaß. So, jetzt sind alle im Unterricht. Und es sind auch alle schon im grünen Bereich, oder? Beziehungsweise im blauen Bereich. Ja, easy. Perfekt. Hey. Was ist das denn? Hallo Fremder, ich dachte schon, du wärst von Außerirdischen entführt worden, weil ich so lange nichts mehr von dir gehört habe. Wer bist du denn? Joe Baum? Och nö, nicht schon wieder, Leute. Ich unterbinde das. Will sie ihm winken? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Was machen wir denn mit dir, Hermia? Wir könnten ein bisschen vorsorgen fürs nächste Semester. Zum Beispiel könnten wir ein bisschen Kreativität lernen mit der neuen Gitarre, die wir aufgestellt haben. Was hältst du davon? Spielen? Rock. Das kommt mir auf jeden Fall wie die richtige Musikrichtung für sie vor. Aber vielleicht schalte ich vorher die Stereoanlage aus. Das ist sonst vielleicht ein bisschen verwirrend für die Ohren. Üben. Ich finde, das passt schon sehr gut zu ihr.
Oh mein Gott. Sie fühlt's auf jeden Fall. Hallo Romeo. Oh, wie sie ihm hinterher guckt. Richtig bösartig. Das ist schon süß. Warum bin ich jetzt schon wieder so weit weg? Sie hat auch schon fast den nächsten Punkt. Das lohnt sich. Romeo, was machen wir mit dir? Was hat er denn hier? Ka Mechanik, Kreativität. Oder schicke ich ihn noch mal ein bisschen Sport machen vielleicht? Wir sind ja so knapp am Ziel vorbeigeschrammt. Ich glaube, das mache ich. Was macht er denn? Ach, er ist gerade auf der Toilette. Alles klar, das ist natürlich in Ordnung. Okay, und Julia? Oh, Julia springt durch Pfützen. Ich liebe Julia. Was machen wir denn mit dir? Können wir da auch schon vorsorgen? Oh, ich weiß halt nicht, was im nächsten Semester kommt, ne? Mechanik, Körper. Eigentlich total bescheuert, dass man Körper braucht, wenn man Literatur studiert, ne? Logik. Kreativität. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal einen Mechanikpunkt lernen. Oder zumindest so ein bisschen Mechanik verbessern, bis Victorio wieder nach Hause kommt. Wann kommt er denn? Ach so, der kommt jetzt. Ja, super. In der letzten Woche ist nichts Besonderes passiert, aber diese Woche wird besser. Dafür sorge ich. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Dem geht's echt nicht so gut. Aber immerhin hat Hermia einen neuen Kreativitätspunkt bekommen. Wir holen uns erstmal was zu essen und dann. Warum ist der denn so müde? War das Heckeschneiden so anstrengend? Oh. Das ist süß. Wer steuert die Sims und warum? Okay. Was mache ich denn mit dir? Eigentlich muss ich ihn fast Nickerchen machen lassen, oder? Ja, ich glaube, das machen wir. Das hat ja so keinen Sinn. Wie ist bei den anderen? Ne, die anderen sind, die haben noch viel mehr Energie. Das ist ja seltsam. Naja. Wer ist denn jetzt noch? Ich glaube, Pete ist auch nach Hause gekommen, ne? Ja. Pete, hol dir auch mal was zum Abendessen. Und dann musst du, glaube ich, auf die Toilette gehen. Okay. Romeo ist noch am Trainieren. Und Hermia spielt immer noch Gitarre, wie ich höre. Sehr schön, sehr schön. Aber du darfst jetzt auch eine Pause machen. Ich glaube, ich lasse die jetzt einfach alle mal zu Abend essen. Oh nein, das war schlecht geworden. Wer hat noch nicht gegessen? Ach so, ja, jetzt muss ich eh warten, bis hier wieder was Neues, bis es was Neues gibt. Marion, machst du mir noch eine Portion? Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Wie läuft's hier? Romy hat einen neuen Körperpunkt bekommen und Julia noch keinen Mechanikpunkt. Aber ist nicht schlimm. Und Victorio macht ein Nickerchen. Aber es geht sehr langsam nach oben. Ja, vielleicht hätte ich ihn einfach schlafen schicken sollen, aber ich hatte Angst, dass ich ihn dann vergesse und er nicht mehr aufsteht. Was ja jetzt nicht unwahrscheinlich ist. Ne? Gut, wir haben was Neues zum Abendessen bekommen. Wer fehlt noch? Romeo. Nee, nur, ach, nur Julia und Romeo. Will ich, dass die beiden zusammen essen? Ich weiß ja nicht. Halt, stopp, Petey. Oh nein, er muss ganz dringend. Entschuldigung. Er muss ganz dringend pinkeln und ich wollte ihn aufhalten. Das war nicht meine Absicht, ich schwöre. Wie viele Stunden haben wir noch? 16. Gut. Ich möchte gerne noch ein bisschen Zeit mit Hermia und Pete vielleicht verbringen und Hermia diesen Wunsch hier erfüllen. Sie will schon wieder ihren Bruder anrufen? Oh ja, jetzt geht Romeo hier raus zum Essen. Recht hast du, keiner will mit dir an einem Tisch sitzen. Wirklich niemand. Niemand. Oh wow, da sind sogar so Fleischklößchen drauf. Ha, nicht schlecht. Soll ich Victorio wecken? Ja, ich wecke den mal. Aber ich glaube, ich lasse ihn jetzt ein bisschen machen, was er will. Hunger hat er eh keinen. Vielleicht sucht er sich von selber irgendwas, was Spaß macht. Okay, perfekt. Hermia hat aufgegessen. Schau mal das, Piti. Geh ihn doch mal romantisch umarmen. Nee, nicht Ball werfen. Oh, ich muss ihr auch ein paar Wünsche erfüllen, fürchte ich. Wie sieht es denn bei den anderen aus mit der Laufbahnanzeige? Ich vergesse das immer.
Grün, 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 grün. Okay, die anderen sind alle safe. Oh nein, 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 nein. Jetzt habe ich gerade, Romy hat gerade geflext und ich wollte ein Foto machen, aber jetzt bin ich zu spät dran. Mist. Egal. Was ist das nochmal für ein Wunsch? Küssen. Einfach. Okay. Nein, geh nicht weg. Geh doch nicht weg. Seine kleinen Elfenohren, die sind so süß. Okay. Das war's das jetzt schon mit romantischen Wünschen. Wow. Aber sie möchte Stufe 6 der Fähigkeit Kreativität erreichen. Ein Tanzwettbewerb gewinnen. Rollschuh laufen, eine Ballettstange kaufen und Theobald anrufen. Ja, ich möchte eigentlich schon gerne noch einen Wunsch erfüllen. Dann musst du wohl einfach noch mal ein bisschen Gitarre spielen. Was ist das für eine Hausarbeit? Von Carla. Gegen Bezahlung unterrichten? Interesting. Wie sieht es denn jetzt bei den anderen aus? Victorio. Was machst du? Internetrecherche über Spiele. Das dauert mir alles zu lang. Nee, komm, wir gehen zocken. Das dauert mir alles viel zu lange. Ich möchte auf jeden Fall sein Spaßbedürfnis zumindest noch ein bisschen hochkriegen. Damit wir morgen dann keinen Stress vor der Abschlussprüfung haben. Ja, brav. Und der Rest der Gesellschaft? Lass ich Hermia jetzt das noch? Nee. Nee, ich schicke die jetzt ins Bett, weil ich glaube, den Punkt schaffen wir heute eh nicht mehr. Ah, Julia steht unter der Dusche. Alles klar. Petey? Schreibst du schon wieder an deinen Tag? Ja. Okay. Und Romeo? Ah, nein. Der braucht auch ein höheres Spaßbedürfnis. Willst du mit deinem Bruder zocken? Sollen wir uns wieder ein bisschen annähern? Er ist immer noch ziemlich wütend auf ihn. Nee, dann vielleicht lieber nicht. Dann vielleicht lieber nicht. Ich lasse das noch ein bisschen sich abkühlen. Wartet mal, aber er ist gar nicht mehr wütend auf Romeo. Warte, war er mal wütend auf Romeo? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die haben immer noch eine ziemlich gute Beziehung, zumindest von Victorios Seite aus. Oh, und er möchte einer Studentenverbindung beitreten. Ach ja, aber wir haben ja... Es geht ja nicht in dieser Nachbarschaft, stimmt. Boah, das ist so effektiv für das Spaßbedürfnis. Ich komme gar nicht klar. Wir haben jetzt verschiedene Sachen ausprobiert, aber nichts war annähernd so effektiv wie das. Voll geil. Dann schicke ich dich jetzt mal, dich um deine Hygiene kümmern. Und dann darfst du schlafen gehen. Und du? Auch. Du auch. Oh, aber sein Freundebedürfnis. Ja, so ist das, wenn man keine Freunde mehr hat. So ist das. Okay, dann dürfen die jetzt alle einfach mal schlafen. Und wir gucken dann mal morgen, wie es mit der Abschlussprüfung läuft. Okay, kurz nach 5. Wie sieht es denn aus? Ich glaube, wir müssen eigentlich bei niemandem mehr großartig was tun. Nee. Die Leisten sind nicht bei allen ganz voll. Ich glaube tatsächlich nur bei Pete. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich fand, es war in den letzten Semestern viel zu einfach, da gute Noten zu bekommen. Deswegen werde ich da jetzt nichts unternehmen. Wir haben noch 7 Stunden. Okay. Dann können wir auf jeden Fall frühstücken. Wer ist denn schon ausgeschlafen? Hermia. Oh, Julia hat gar keinen Hunger. Na gut. Okay, die beiden haben eigentlich auch nicht so wirklich Hunger. Ja, dann dürfen die noch ein bisschen schlafen. Und Julia könnte ein Sprudelbad nehmen. Ah, nee, Moment, das müssen wir vielleicht erstmal sauber machen hier. Wobei, es sieht gar nicht so schlimm aus. Ich sehe eigentlich gar nichts. Das Prüfungsamt hat festgelegt, dass Julias Abschlussprüfung in 5 Stunden beginnt. Okay, also Julia ist als Erste dran. Ja, aber sieht richtig gut aus. Oh mein Gott, das ist dann ihr letztes Semester. Ihr allerletztes Semester. Ich finde das ein bisschen aufregend. Das hat aber nicht lange gedauert. Okay. Der Rest sind alle... Es sind alle wach, oder? Nee, Romeo ist noch nicht wach und Victoria auch nicht. Soll ich die mal wecken? Ich wecke die mal. Dann können sie sich noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Hier unten. Oh, Hermia und Pete essen zusammen. Ich finde, die zwei sind so süß.
Okay, die anderen Prüfungen sind jetzt auch festgelegt. Nee, die von Victorio noch nicht, glaube ich. Aber der war beim letzten Mal auch schon der Letzte. In 9 Stunden. Musst du denn vorher nochmal in die Vorlesung? Nee, ich rechne das jetzt nicht aus. Ich werde das jetzt nicht ausrechnen. Oh. Gott, ich dachte schon, die haben sich jetzt wieder geprügelt, aber sie sind wieder beste Freunde. Oder? Aber Romeo ist immer noch wütend. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber ich finde es auch schön, dass sie sich wieder verstehen. Auch wenn Romeo ein absolut nerviger Kerl ist, aber. Okay, plaudern. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass sie irgendwas Dummes tun. Yeah, nein. Aber eigentlich möchte ich schon, dass die beiden Brüder eine gute Beziehung haben. Die sind schon auch ein bisschen cute. Die sind schon auch ein bisschen cute. Julia hat sich auch eine Beschäftigung gesucht. Mit ganzem Körpereinsatz. Oh, und sie möchte küssen und flirten. Dann machen wir das doch mal. Komm mal hier rauf. Hoffentlich zerstört das jetzt nicht gleich die frisch wiederhergestellte Beziehung zwischen Vittorio und Romeo. Sehr gut. Okay, also flirten. Händchen halten. Oh, die sind so süß. Ich hätte gerne noch irgendwie so ein süßes. Oh, sie wollen auf ein Date gehen. Ah, das machen wir vielleicht in der Heimnachbarschaft. Ich hätte so gerne noch ein irgendwie süßes Bild von den beiden. Aber ich weiß nicht genau, welche Interaktion ich dafür will. Wobei, das ist schon sehr süß. Das ist schon ziemlich süß. Muss ich jetzt. Das ist okay. Da bin ich einverstanden. Ah, vielleicht. Oh, Mann. Warum ist das so? Das ist so nervig. Wir versuchen es nochmal. Gut. Was haben wir jetzt für neue Wünsche? Angeflirtet werden. Das lässt sich einrichten. Nein, geh nicht weg. Oh, das ist auch süß. Ja, von der Seite eher weniger. Und die Handgelenke sehen immer so komisch aus. Ganz, ganz ungesund irgendwie. Schaut euch das mal an. Das sieht ganz weird aus. Naja. Was ich jetzt noch gerne gucken möchte. Wann muss Julia los? Sehr bald, okay. Dann ich lasse die beiden jetzt mal machen, was sie wollen. Ja. Und guck zu Hermia. Da würde ich nämlich gerne noch ein paar Wünsche erfüllen, damit wir hier die Laufbahnanzeige höher kriegen. Was hast du denn für Wünsche? Sie um Date bitten, flirten, angeflirtet werden. Okay. Oh, Vittorio hat auch die Gitarre entdeckt. Wo ist denn Pete? Da ist Pete. Hallo, Pete. Möchtest du flirten? Was willst du denn jetzt hier? Romeo? Bewundern? Sind die beiden Kumpels? Oh ja, die sind richtig gute Kumpels. Hermia? Ach so, die kommt. Warum kommst du von der anderen Seite? Du bist doch. Egal. Pete, willst du jetzt aufstehen? Ach nö. Ihr seid doch bescheuert. Ihr seid wirklich bescheuert. Ich finde es aber auch krass, dass Pete hier nichts unternimmt. Was soll denn das? Das ist deine Freundin. Deine Verlobte sogar. Unfassbar. Wo ist denn Pete jetzt? Pete ist trainieren gegangen. Ach so, da ist wieder dieser komische Trainer. Ja, never mind. Okay. Nee, ich will jetzt.
Ich will jetzt mich nicht hier weiter prügeln. Ich möchte jetzt Romantik. Oh, geht muss Julia los? Ja. Julia geht zur Abschlussprüfung. Wann müssen die anderen? In 2 Stunden. Dann haben wir ja eh nicht mehr so lange Zeit, aber wir können noch ein paar Wünsche erfüllen. Hat Pete auch irgendwelche Wünsche? Nee. Also ja, schon, aber keine, die jetzt hier passen würden, thematisch. Sonst noch was? Klassischer Tanz mit Pete. Nee, danke. Das hier? Ja, hat jetzt gar nicht so viel gebracht, ne? Also ich möchte wieder verhaltene Brandfall lernen. Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, weil du musst in 5 Minuten los. Und wer muss noch in 5 Minuten los? Pete und Romeo, vermutlich. Was macht Pete jetzt? Nee, du kannst jetzt nicht baden gehen, du musst zur Abschlussprüfung. Boah, und die von Victoria fängt erst in 5 Stunden an? Das ist aber eine krasse Verschiebung, oder? Ja gut, aber dann können wir noch hier chillig was essen. Was auch immer es ist, ich weiß es immer noch nicht. Ist es ein Taco, ist es ein Omelette? Keine Ahnung. Und darauf warten, dass die anderen... Oh, wir können auch noch ein bisschen Hecke schneiden. Was hältst du davon? Das ist doch eine tolle Idee. Ich bezweifle zwar, dass er das genauso sieht, aber er hat ja leider keine Wahl, ne? Hey, immer diese Flitzer, das ist so weird. Das ist so weird. Wann kommen die anderen denn wieder? Ach, das steht hier nirgendwo, ne? Oh, schade. Dann werde ich eben einfach abwarten. Und wir müssen unsere Geschenke noch reinholen. Wo stellen wir dieses Riesenteil denn hin? Hier zwischen die Toiletten. Ja. Und den Blumenstrauß, ich glaube, den werfe ich weg. Oder? Oder sollen wir den irgendwo als Deko hinstellen? Nee, komm. Ich glaube, dass Romeo eh nicht so auf Blumen steht, ehrlich gesagt. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt schon? Immer noch nur 2. Ich würde immer noch gerne mal mit ihm wandern gehen. Ich meine, ich weiß, dass ich da nicht mitkomme, sondern dass er einfach kurz verschwindet. Aber ich will das trotzdem machen. Juli ist wieder da! Was hast du denn jetzt für eine Erinnerung bekommen? 10.000 Simoleons verdient? Ich bin ja ein richtiger kleiner Goldesel. Was könnte ich jetzt noch tun, um die ganz große Kohle zu machen? Ja, bisher... Warte mal, sie hat eine Erinnerung von Romeo beim Betrügen erwischt. Das ist nicht dein Ernst. Das kann doch nicht mehr zählen. Ätzend. Naja, wir starten jetzt also mit ihr ins letzte Semester und ihr fehlt nur ein Charisma-Punkt. Dann gehen wir mal hier rauf und lernen ein bisschen Charisma. Würde ich sagen. Musst du heute noch in... Oh, sie muss heute noch in den Unterricht? Ja, okay, stopp. Dann mach das mal hier unten, dann ist der Weg nicht so weit. So, Victorio geht pinkeln. Wann musst du jetzt los? Boah, also diese Versetzung nervt schon ein bisschen. Diese Zeitversetzung. Wann kommen die anderen nach Hause? Eigentlich glaube ich, dass sie um 14 Uhr nach Hause kommen müssten. Oder? Ja. Okay, Bestenliste, 2. Semester. Oh Gott, ich werde hier erschlagen von diesen Meldungen. Hermias letzte Gelegenheit, die Fächer zu wechseln. 1,0, 1,0, 1,0. Überraschung, Überraschung. Okay. Wer muss noch... Was, er hat heute Vorlesung erst um 8? Okay. Holy moly. Hermia? Hermia braucht Charisma und Körper. Und sie hat heute keine Vorlesung mehr. Gut, dann fangen wir mit... Ach nö, nicht schon wieder. Könnt ihr mal bitte aufhören? Ihr macht mich wahnsinnig. Ich ignoriere euch jetzt. Geh bitte Körper trainieren. Körper verbessern. Pete braucht auch Körper. Ey, alle brauchen Körper, aber ich habe doch nur ein Trainingsgerät. Moment, kann ich hier an der Stereoanlage trainieren? Wir probieren das mal kurz.
Achso, ist Vittorio schon weg? Nee, immer noch nicht. Aber gleich. Okay. Trainieren. Wer braucht noch Körper? Dann können wir die hier einfach zusammen trainieren. Julia nicht. Pete macht das gerade schon. Achso, nee. Waren doch nicht so viele. Never mind denn. Ist Victoria unterwegs? Ja. Nein! Ah, ich habe vergessen, Julia zum Unterricht zu schicken. No. Aber sie rennt wenigstens. Sie hat wenigstens den Anstand, sich dann zu beeilen. Nicht so wie Vittorio. Süß. So süß. Fehlt jetzt noch jemand? Ja, Romeo. Romeo, hol dir mal was zu essen. Und dann brauchen wir mit dir Mechanik und Charisma. Wir fangen mal mit Mechanik wieder an. So eine beliebte Fähigkeit. Ich habe das Gefühl, die kommt in jedem Studiengang vor. Aber vielleicht ist das auch nur mein sehr persönlicher Eindruck. Das kann natürlich auch sein. Hermi. Oh, Hermi sieht auch so cool aus in ihrem Trainingsanzug, finde ich. Auch wenn sie es ein kleines bisschen mit ihren Haaren beißt, aber... Was soll's. Joe Baum schon wieder. Lass mich in Frieden, Joe. Wer kennt Joe? Wen will der da die ganze Zeit erreichen? Oh, vielleicht Julia, weil die mit ihm befreundet ist? Ich glaube, das muss fast Julia sein. Sollen wir ihn mal anrufen? Nee, eigentlich ist mir egal. Oh, Hermia hat den Körperpunkt bekommen. Perfekt. Dann fehlt jetzt noch Charisma. Komm mal hier rüber. Und ansonsten, hier wird noch Körper trainiert. Du kannst jetzt hoch ans Trainingsgerät wechseln, Pete. Und Romeo hat noch nicht mal angefangen. Wie lange hast du denn gegessen? Naja, aber der hat heute auch noch Vorlesung. Ja, gut. Dann warte ich jetzt eigentlich nur noch darauf, dass Vittorio nach Hause kommt. Ich habe vergessen, wann er losgegangen ist. Oh, Pete muss jetzt... Oh mein Gott, was für ein Stress. Na gut, dann geht Pete jetzt eben auch noch in den Unterricht. Julia dagegen ist wieder zu Hause. Du darfst dir was zu essen holen. Und was brauchen wir nochmal? Charisma, genau. Dann schicke ich dich einfach mal hier rauf, wo gerade deine Schwester schon steht. Und du darfst auch ein bisschen Charisma lernen. Ich finde, dass Hermia irgendwie eine schöne Stimme hat. Ich finde, die redet sehr angenehm. Gut. Kommt er um 18 Uhr? Ja, er hat es geschafft. Er ist wieder da. Perfekt. Vittorio hat jetzt nur noch ein Semester vor sich. Er hat das letzte Semester mit der Note 1,0 beendet. Deswegen erhält er ein Stipendium in Höhe von 1200 Simoleons. Okay. Das letzte Semester. Das letzte Semester bricht an. Oh mein Gott. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Jetzt, wir schließen jetzt noch das gesamte Studium ab mit Vittorio und Julia. Dann werden die zwei sich verkrümeln. Dann spielen wir noch das vierte Jahr mit den anderen. Die sind dann alle im vierten Jahr, oder? Ja. Aber auch ein bisschen in beschleunigter Form. Und dann ziehen wir endlich alle zurück nach Veronaville und probieren die Story Progression Mod aus. Und ich freue mich schon so darauf. Genau. Aber an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich auch sehr gerne ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss!